Was geht YouTube? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag soweit gehabt. Ich habe etwas im Hintergrund, was so schön ist, dass man am liebsten seine Freundin packen würde, auf den Hintern knallt und schreit, ich liebe dich. SM Square, ihr wisst, unser COD-Competitor, die Jungs, die mit allem Elan, den sie in irgendeiner Art und Weise haben können, seit Monaten daran arbeiten, einen MW2-Mod zu erstellen, der vielleicht nicht alle Probleme löst, die wir mit der COD-Franchise haben, aber die versuchen, ein Game zu entwickeln, was den allgemeinen Call of Duty-Spieler wieder richtig anspricht. Und ich glaube, ich rede für eine Mehrzahl von uns, wenn wir sagen, dass die letzten 3-4 Jahre, ich würde sagen, jedes Call of Duty seit Black Ops 4 das nicht mehr getan hat. SBMM ist in die Games gekommen, der Content wurde immer und immer weniger, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo wir das größte COD aller Zeiten haben, MW2. Und seit 3 Monaten dieselbe Season spielen. Die einzigen beiden neuen Maps, bei 10 Maps, die reingekommen sind, sind 2 Remake-Maps, die wir schon mehr als nur einmal geremaked bekommen haben. Dazu kommt, dass so eine Map wie Museum in der Beta da war, verschwunden ist, nie wieder kam. Dazu kommt, dass eine von diesen 10 Maps die Autobahn-Map ist, die kein Mensch auf der Welt spielt. Das heißt, wir haben schon nur noch 9 Maps eigentlich. Und wir haben Waffen, die nicht wirklich richtig sind, die keine Lizenzen haben, weil Activision Geld sparen wollte. Und all diese Probleme, ich könnte jetzt wochenlang darüber erzählen, will ich aber gar nicht, denn das juckt mich gerade gar nicht. SM Square hat ein Video hochgeladen, dieses Video geht um die 45-50 Minuten. Der Original-Link zu diesem Video ist unten, erster Link in der Videobeschreibung. Ich kann euch nur eins sagen, ich habe es mir komplett angeguckt. Und die Jungs von SM Square, nochmal für die, die es nicht wissen, wird eine Art Mod sein, in der Größe eines kompletten Games, basierend auf dem originalen MW2, was ihr auch auf Steam und so für, ich glaube, im Angebot 14 Euro kaufen könnt. Oder 14 Dollar, irgendwie sowas. Mit allen Waffen aus den besten CODs, mit den besten Maps aus allen CODs, mit den besten Perks aus allen CODs. Wird nur auf dem PC erscheinen, also ganz wichtig, wird nur auf dem PC erscheinen, wird die Anforderungen haben, die ein Game aus der MW2-Zeit damals hatte, was bedeutet, dass ihr wirklich mit dem größten Kartoffelrechner dieses Game spielen könnt. Es wird kein genaues Datum geben, wann es kommt, aber dieses Video, ihr seht es so ein bisschen im Hintergrund, da ist die Galil dabei, die AKU ist dabei, die CUDA ist aus BO4 dabei, eine VMP aus BO3 ist dabei, eine MSMC aus BO2 ist da, eine Intervention ist da aus der MW-Reihe, die Honey Badger ist dabei mit der richtigen Animation von Ghost vom Nachladen, der Javelin-Raketenwerfer ist dabei, es sind so viele Waffen dabei aus alten CODs, wo jeder von uns sagen wird, wow, da würde ich mich drüber freuen. Links oben haben die Entwickler reingeschrieben, was mussten sie mit der Waffe machen, damit sie richtig aussieht. Aus diesen Gamefiles nur rauskopieren, aus MW2, MW3, BO2 hat alles oder hätte alles nicht funktioniert. Wir haben eine Scar dabei, in den Waffen waren Löcher drin, Waffennachladeanimationen haben nicht funktioniert und. Und das Coole ist, dass das die finale Liste ist von allen Waffen, die beim Release von SM Square wirklich verfügbar sein werden. Und wenn man wirklich diese 45 Minuten, und ich kann es euch nur empfehlen, Leute, wenn ihr auch auf dieses Thema wartet, guckt euch diese 45 Minuten im Originalvideo unbedingt an. Wirklich, für jeden ist irgendeine Favorite-Waffe dabei. Ich habe auch gesehen, die Maddox ist dabei aus BO4, wo ich mir denke, oh mein Gott, es wäre so schön. Es gibt, wie gesagt, kein wirkliches Datum, wann das Ganze released wird, aber ich kann euch ein paar Hintergrundinfos sagen. All diese Waffen, die ihr hier seht, sind fast fertig. Es gibt ein, zwei Waffen, die haben noch keinen Ton, noch keinen Sound, keinen Waffensound. Waffenbalancing bei einigen Waffen steht noch aus, aber ansonsten die Waffenliste, die ihr hier seht, ist fertig. Das heißt, das Thema ist durch. Die Maps, die Mapliste ist fertig, das Thema ist durch. Dann haben sie es hingekriegt, dass die Waffenanimationen passen. Sie haben den Damage der meisten Waffen mittlerweile angepasst. Sie haben die Probleme mit den Maps angepasst. Sie haben Umfragen schon gemacht zum Thema.
Wie soll Prestige-System aussehen? Sollen wir Stim oder nicht Stim reinbringen? Soll Stim sich aufladen oder nicht aufladen? Und an all diesen Sachen könnt ihr als Fans von dem Ganzen, genauso wie ich, wie jeder andere, auf dem SM Square Discord abstimmen. Was sehr, sehr cool ist, weil man hier Entwickler hat, die sagen, wir haben die Schnauze voll von Call of Duty. Wir haben die Schnauze voll, behandelt zu werden wie Scheiße. Wir machen mit dem, was wir können, das sind ja wirklich Experten, muss man sagen. Wir machen das Beste, was wir uns vorstellen. Ihr sagt uns, was wir machen sollen. Und eins dieser Hauptthemen, die immer wieder kommen, ist dieses, ja, Activision wird dich verklagen, Activision wird dies, das kann doch so gar nicht funktionieren. Ich kann euch nur sagen, Leute, ihr solltet aufhören, euch Gedanken darüber zu machen, über Dinge, die uns gar nicht betreffen, denn diese 7 Entwickler scheinen genau zu wissen, was sie da tun und scheinen genau zu wissen, wie sie dieses Game anbieten, erstellen, kreieren und veröffentlichen müssen, damit Activision mit Rechtsanwaltskanzleien oder sonstigen nichts dagegen unternehmen kann. Und so wie das für mich aussieht, und ich habe wirklich einen sehr guten Draht zu Simon, Seth und den anderen 5 Entwicklern, wird dieses Game in diesem Jahr mindestens in eine Alpha gehen und diese Alpha werde ich mit exklusiv euch zeigen und streamen dürfen. Und ich bin mir sicher, dass andere Creator-Kollegen aus Deutschland, so wie Haptic, der da auch schon mit Videos das Ganze verbreitet, euch näher bringt, und anderen Creatoren, ich denke da so an John, den ich da absolut drinne sehe, dass viele Creator, die da von Anfang an, wie wir, mit in diesem Boot sind, eine gute Chance haben, das Recht zu bekommen, diese Alpha zu zeigen. Ich würde euch so gerne jetzt sagen, Release der Alpha ist am 30.06.2023. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich kann es leider nicht, aber aus all den Gesprächen kann ich euch sagen, keiner von denen wird euch ein genaues Datum geben, aber wenn ich bedenke, dass Matchmaking passt. Es wird kein Skill-based Matchmaking sein, es wird ein Ping is King Matchmaking sein. Das heißt, die werden Server bereitstellen, wollen keine Spendengelder, finanzieren sich das selber mit privaten Investoren und sonst was. Die werden keine Spendengelder von uns annehmen, sie wollen kein Geld für die Sachen, die dort im Shop kommen, sie wollen kein Geld für das Game, was ihr kauft. Das sind wirklich passionierte Leute, die Bock darauf haben, etwas richtig zu machen, was viele Jahre sehr gut funktioniert hat. Und was die letzten Jahre immer mehr zu einer fetten Kuh geworden ist, die von Activision an den Zitzen wirklich nur noch gemolken wird, bis das Ding tot umfällt. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, es wird kommen. Ich bin mir 100% sicher und ich glaube, es wird bombastisch gut werden. Ob es ein Game ist, was wir 3-4 Jahre spielen, weiß ich nicht. Aber wenn man sich anguckt, dass die Leute, die Plutonium ja sozusagen erstellt haben, BO2 Plutonium, wo Turniere waren, alles, dass die es hingekriegt haben, das Ganze zum Laufen zu bringen. Und zwar basierend nicht auf, wir machen komplett was Neues, sondern wir haben hier schon was und machen das jetzt alles als Online-Service, den ihr nutzen könnt. Dann kann ich euch sagen, jeder von uns sollte absolut die Geduld aufwenden und sagen, ich habe Bock auf diese Mod, auf dieses Game, ich habe Bock, die Map zu spielen. Eine Maddox auf High-Rise oder eine Intervention auf Nuketown oder eine Honey Badger auf, keine Ahnung, Slums oder sonst was, sind Sachen, die mich bei der Stange halten, an dieses Projekt zu glauben. Ihr solltet unbedingt euch das gesamte Video dort angucken. Ihr solltet unbedingt auf den Discord von denen gehen. Ihr könnt da an Diskussionen teilnehmen, ihr könnt Fragen stellen. Die Entwickler sind auf Twitter unterwegs, auf Discord unterwegs. Das sind nicht irgendwelche 7 Hillybillies, die gar nicht wissen, was sie da tun. Das sind 7 sehr passionierte Leute, die richtig Bock haben, was Geiles zu entwickeln. Und ich habe wirklich massiv Hoffnung und bete zu Gott, dass dieses Ding richtig einschlägt, so wie ich das erwarte. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Infovideo gefallen. Sollten da neue Blogposts kommen, neue Tipps von denen, neue Ideen, vielleicht neue Infos, werde ich euch selbstverständlich damit versorgen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Waffen gesehen, auf die ihr euch freut. Ich persönlich, Honey Badger, ihr wisst es. Wenn euch da irgendwas besonders gefallen hat, schreibt das in die Kommentare, Leute. Und wirklich, lasst ein dickes Like da. Wenn nicht für mich, dann für die Jungs von SM Square. Ich bin raus.